Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monster Sanctuary. Oh Gott. Möchte ich das versuchen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo wir landen, wenn ich versage. Okay, wir probieren es. Ah, ich sehe schon, da ganz oben. Ui. Wir können es mit unserem Dino probieren. Der kann ja ziemlich hoch springen. Hallo? Aufsteigen? Wieso kann ich nicht aufsteigen? Moment. Jetzt. Gott. Ah, nein. Das hat nicht funktioniert. Das war nicht hoch genug. Mist. Komme ich da jetzt nochmal irgendwie hoch? Oh! Der Dino darf nicht ins Wasser. Ach, spannend. Und ich? Ah, das ist das, was zu kalt ist scheinbar. Okay. Hier brauche ich mal kurz etwas anderes. Komm mal her. Nicht ganz. Okay, sehr gut. Kennen wir das hier nicht? Nee, scheinbar nicht. Ich dachte, wir wären wo ganz anders. Hier bitte. Kombotrank. Ah, das hier weiß ich nicht, ob das klappt. Moment, wir machen mal. Mit ihm eher nicht, aber vielleicht mit Vogel. Oh Gott. Ja, ich bin mir nicht sicher. Na, wird's gar nicht so schlecht aus. Nee, ich glaube nicht. Ich versuch's mal auf der anderen Seite. Vielleicht kommen wir da irgendwo hoch. Vielleicht geht's hier irgendwann nach links. Oder auch nicht. Okay, das ist ja blöd. kann ich? Okay, ich kann hier... Das ist Wasser. Oh Gott, Wasser, Wasser, Wasser. Wir machen hier Wasser. Der Wasser? Ich weiß es nicht. Oh Gott, nein. Ah, oh, scheiße. Okay. Was machst denn du? Ist das Eis oder Wasser da oben? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, wir können auch unsere Blubberblasen nehmen. Ich sehe das jetzt ganz schlecht tatsächlich. Guck mal. Achso, ist das hier? Ah, das bleibt. Okay. Ah, das war's nicht. Gut, dann Blubber... Das ist ein falscher Blubberbläschen. Moment. Das da. Oh nein. Hä, was ist denn jetzt los? Okay, das war gerade eigenartig. Ich habe A gedrückt, aber sie ist nach links, nicht nach links gegangen, sondern trotzdem nach rechts gelaufen. Keine Ahnung, was da gerade los war. Ja. Nein. Ich habe es nicht auf Zeit. Ich glaube nicht. Ach, gut. Nein. Oh, Mist. Das gibt's doch nicht. Warte mal. Nimm mal lieber Vögelchen. Ich glaube, da haben wir bessere Chancen. Oh, ich bin echt kein Fan von kaputtgehenden Plattformen. Überhaupt nicht. Hexerhut, ich probiere noch was. Okay. Ich muss das ausprobieren. Ah, nein. Das war doof. Ah, ich glaube, ich kann es auch von... Oder auch nicht. Ah, das ist echt blöd. Das geht teilweise so fix kaputt. Man hat dann schon gedrückt, aber es ging einfach nicht so schnell. Ah, was? Das hätte gar nicht kaputt gehen dürfen. Wie gemein. Habt ihr das gesehen? Ich war ja nur an der Seite dran und es ist kaputt gegangen. Oh, ich hasse das echt. Oh, ich bin echt kein Jump-in-One-Mensch. Und wenn die dann noch kaputt gehen, habe ich es halt... Das macht mir so eine Hektik im Kopf einfach. Probier's doch lieber nochmal von hier. Guck mal, ist besser. Na, jetzt muss ich ja halt nur noch hin. Und jetzt? Ja, ja. Oh Gott. Rohfell haben wir da gerade gekriegt. Habt ihr das gesehen? Gut. Dann haben wir jetzt das, was wir brauchen für die Schneiderin auf jeden Fall. Komm mal hier. Hui. Ja, hier weiß ich halt nicht, ne? Das ist... Warte mal. Oh! Okay. Wow, das war jetzt Glück. Aber ich glaube, da oben geht es trotzdem nicht weiter für uns. Okay. Spannend. Zweimal Wolle. Ich probiere mal kurz hier auch noch. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gar nicht mehr zurückkomme, wo ich eigentlich hin will. Oh, na wunderbar. Das ist ja noch viel besser als gedacht. Bin ich ja gleich da, wo ich hin möchte. Schön. Komme ich da hoch?
auf der Seite. Das ist doch das Haus der Schneiderin, oder? Oder irre ich mich jetzt? Ich glaube schon. So, Mädel. Hallo, wie läuft's? Du hast Rohfell gefunden und jetzt soll ich dir warme Unterwäsche machen? Ja, okay, einen Moment. Wunderbar. Dann können wir da, glaube ich, auch unten ins Wasser, wo die Kiste ist. Alles klar, ich hoffe, sie gefällt dir. Ich habe mir viel Mühe gegeben, extra für dich. Warme Unterwäsche. Bleib so lange du magst oder zieh los und teste deine neue warme Unterwäsche aus, indem du in irgendein Eiswasser springst. Vergiss nur nicht, mich ab und zu besuchen, okay? Ich glaube, wir werden uns nie wiedersehen. Ehrlich gesagt. Kann ich hier auch runter? Okay, da werden wir tot. Spannend. Na gut. Dann einfach mal wieder runter, würde ich sagen. Aber... Oh. Okay, damit konnte ich jetzt nicht rechnen. So. Ich wüsste halt gerne, ob ich hier nochmal irgendwas mitnehmen kann auf der Seite. Moment. Ha, es geht doch. Okay. Ich werde es nochmal probieren. Was ist hier? Oh nein, ich habe es gesehen. Warte mal, wenn ich ganz runterspringe, bin ich tot. Und dann, wo komme ich wieder? Ja, sehr gut. Das hatte ich gehofft. Zweimal Eisen. Okay. Ah, verdammt. Ist nicht schlimm. Wir wollen eh hier rein. So, mal gucken. Oh, Dino hat scheinbar auch warme Unterwäsche bekommen. Das freut mich sehr. Na gut, das ist unpraktisch hier. Ich weiß immer noch nicht, wie man sowas... Das ging nicht, ne? Nee, das hat leider kein Licht gemacht. Das heißt, ich komme hier überhaupt nicht weiter. Hä, warum ist das jetzt rot? Die Fledermaus! Die Fledermaus! Ach cool, weil die rote Augen hat, macht die hier rot. Warum auch immer. Ich meine, sie hat ja... Auch wenn eine Fledermaus so nah hat, das sehen wir ja nicht eigentlich. Das Blöde ist nur, ich kann mit der Fledermaus da nicht hochfliegen. Das ist tatsächlich ihre Special-Fähigkeit, weil wenn ich F drücke, passiert hier auch tatsächlich nichts. Aber ich müsste... Das ist ja blöd. Also ich meine, jetzt habe ich es einmal gesehen, okay. Aber das bringt mir nichts. Gibt es da vielleicht irgendein Viech, mit dem ich beides machen kann gleichzeitig? Warum konnte ich jetzt nicht doppelt springen? Hä? Wieso kann ich jetzt nicht doppelt springen? Oh, wo bin ich denn jetzt? Oh, ich stehe woanders. Moment. Ah. Okay, spannend. Aber hier geht es auch so jetzt nicht unbedingt weiter. Hast du es freigemacht? Problem ist, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Oh Gott. Na gut, das geht. Ah, nein. Wir kriegen es hin. Wieso kann ich nicht... Wieso kann ich meinen Doppelsprung nicht machen? Na gut, da bin ich gegengefallen, aber vorher nicht. Oh. Nein! Entschuldigt, dass ich so ins Mikrofon geschrien habe, aber... Das hätte mich jetzt echt frustriert. Okay. Gut. Kann ich? Ach nee, da sind wir ja gestorben, als wir runtergesprungen sind. Geht nicht. Habe ich hier schon probiert? Komm mal her. Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Eigentlich. Mit der Unterwäsche. Wo soll ich jetzt eigentlich hin? Wieso geht das jetzt nicht mehr? Ich bin doch vorher da hoch. Ja, von hier. Okay, wir versuchen mal, da nach links wieder zurückzukommen. Das sollte ja eigentlich möglich sein. Warte mal. Okay, da ist, glaube ich, nichts. Aha. Okay, das sieht doch gut aus. Hui. Oh, wie schön. Ein Kampf. Oh, habe ich schon vermisst. Endlich. So. Oh Gott, ich habe lange nicht mehr gespielt. Ich hoffe, ich kriege das hier hin mit dem Team. Ich weiß gar nicht mehr, wie die kämpfen hier, die Neuen. Mal wieder schauen. Kanaschild, Schild. Stimmt, bei ihm musste ich erst was machen, damit die Regeneration kommt, ne? Wow. Oh, das geht nicht für alle. Ging ja auch. Ich könnte auch... Jetzt Quatsch. Also theoretisch könnte ich auch tatsächlich hier mal die Around-Attacke machen. Bringt ja ziemlich viel. Wenn ich das dreimal mache, sind die, glaube ich, auch weg. Von denen haben wir noch keins, ne? Ich glaube, da brauchen wir noch ein Eichen.
bei 3 Stück ja vielleicht gar nicht mal so eine schwer eins zu kriegen. Schauen wir mal. Was ist hier voller Einsatz? Brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Schade. Böbel, wenn das für alle bringt, aber nicht fähig. Mach mal das hier, um die Regeneration zu kriegen. Jetzt würde ich einfach wieder das machen. Wir hauen die jetzt alle runter. Oh, sehr schön. Ja, da, das war's gleich. Die tun nicht so weh. Das halten wir aus. Na gut, eben hat es ganz schön erwischt hier. Naja, wir kriegen es hin. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wenn ich Glück habe... Ach so, oh. Ich dachte, das trifft alle. Naja, gut. Kriegen wir trotzdem hin. Eisblitz, oh. Sehr gut. Hätten sie sich auf einen konzentriert, hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen Angst bekommen. Aber so, alles gut. So, bitte ein Eichen da lassen. Das wäre echt lieb von euch. Ich hätte gern so ein Viech. Ob die in Schneebälle werfen? Ich komme jetzt auch mit dem Dino, mit dem Reiten. Ich bin gespannt, was man noch so alles mit seinen Viechern machen kann, ehrlich gesagt. Oh, wir haben nur 2 Sterne für den Kampf bekommen, weil einer gestorben ist wahrscheinlich. Was kann denn eigentlich Kätzchen? Oh, der macht bestimmt auch Licht, weil wenn ich F drücke, passiert nichts. Dann hätten wir vielleicht auch Katze gerade eben benutzen können, bestimmt. Naja, egal. Oh. Warte mal, ich kann auch Dino nehmen, sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Ich glaube nämlich, wir müssen irgendwo nach links zu dem See, oder? Habe ich jetzt Lust darauf? Ich glaube, ich entkomme denen tatsächlich nicht. Okay, wir nehmen die mit. Sind EP. Ist völlig okay, die jetzt mitzunehmen. Nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Das reicht. Shit. So, die können ja heilen, ne? Da müssen wir also ein bisschen aufpassen. Ich mache trotzdem erstmal ihn hier weg, glaube ich. Das heißt, glaube ich, ich bin ja schon dabei. Ja, wieder herstellen. Ja, ja, gut, vielleicht dann... Ich meine, es sind 2 Katzen, die werden eh immer hochheilen. Ich wollte jetzt quasi den Angriff wegkriegen. Da der, glaube ich, von allen den meisten Schaden macht. Ich kann auch einfach mal hier, damit Tengu auf keinen Fall stirbt... Machen wir da mal voller Einsatz. Dann können wir hier Sehenstrahl machen und haben schon 2 mit Regeneration. Das sollte jetzt hinhauen. So. Nein! Oh, bitte. Ich habe jetzt fast da. Wie? Ich hatte mich schon geklickt, aber zum Glück war sie nicht richtig angesehen. Na gut, so wenig Schaden machen die auch gar nicht. Na gut. Dachte der andere wäre gefährlicher. Ehrlich gesagt. Ja, so viel Damage machen wir mit Kätzchen leider nicht. Nicht so viel wie die hier. Ehrlich gesagt. Die sind wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Damage. Ja. Ja. Gut. Wenn die jetzt auch heilt. Ah, da haben wir echt ein Problem, wenn die das alle machen. Macht's aber nicht. Okay. Warte mal, wie sieht's eigentlich aus, wenn ich einfach nur den... Okay, das ist auch echt billig. Naja, dann machen wir's lieber so. Edelsteinregen. Oh, ich glaube, Wirbelwind war hier sogar besser, oder? Naja, egal. Und? Wenn wir Glück haben, ist sie vielleicht weg. Ja. Schön. Dann sind die jetzt wahrscheinlich hier alle wieder da, oder? Weil das sind ja hier die am Anfang. Die hatten wir eigentlich schon mal weggemacht. Dann sind jetzt wahrscheinlich alle Viecher hier wieder respawned. Ja, Wirbelwind ist tatsächlich besser. Wir haben es gleich. Und tschüss. Vielleicht haben wir jetzt Glück mit dem Eichen von dem einen da. Mal gucken. Ja, wieder nur 2 Sterne. Ne, das hat uns leider nichts gebracht. Na gut. Nun, es geht Punkt für unseren Lichtkrieger. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss... Ah, guck mal, hier können wir es auch nochmal probieren. Moment, ich nehme mal Kätzchen. Wir gucken mal. Ja,
Tatsächlich, Katze macht auch Licht. Aber... Ui. Ah, das ist ja doof. Und man muss die beide hier immer machen. Okay. Aber es gibt auch nur eine Kiste. Na gut, ist jetzt nicht so... so geil, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ich komme zurück. Ich habe jedes Mal bei so einer Stelle total Angst, dass ich nicht mehr zurückkomme und alles nochmal machen. Also, ja, keine Ahnung, das Spiel speichert ja. Also ich weiß gar nicht, was dann passiert, wenn ich dann nicht mehr zurückkomme, ehrlich gesagt. Dann war's das. Mann, scheiße. Warum muss man hier mal wieder vorne anfangen? Das ist so doof. Boah. Ja, ganz ehrlich, ich muss es ja nicht sehen. So. Ich sehe ja die Hälfte. Ich nehme mal an... Warte mal, ich kann mal M drücken. Ja doch, hier wahrscheinlich nach links, oder? Glaube ich. Irgendwo links sollte, glaube ich, der See sein. Wenn ich mich nicht irre. Weil wo soll er auch sonst sein, ganz ehrlich? Naja, gut. Hatte ich jetzt eigentlich nicht so Lust drauf. Wir haben die ja alle schon. Aber gut, was wir halt überzählig haben an Viechern, können wir natürlich auch der Burg spenden. Ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht sogar noch wichtig sein könnte, dass die Burg Monster bekommt für ihren Kampf oder was auch immer. Das sieht so süß aus, wenn die eingefroren ist, wie denn die Ohren so runterhängen. Das ist voll niedlich. Müsst ihr mal drauf achten, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist echt niedlich, wie das aussieht. Ich würde gerne einmal einen Seelenstrahl machen. Und den anderen mache ich jetzt mit Feuer. So. Warte mal, kann ich auch? Ah, nee. Ist mir zu wenig hier. Ja, ich weiß, es bringt eigentlich nichts, aber naja. Oh, es hat aber mehr gebracht, als man erst dachte, tatsächlich. Okay. Bringt erst dasselbe. Gut. Da sind es wenigstens viele Angriffe auf einmal. Gut. Und als letztes nehmen wir den Heiler. Eigentlich eine blöde Reihenfolge. Naja. Na komm. Ja, wir brauchen hier unbedingt Skillpunkte, dass wir ihre Attacken ein bisschen hoch machen. Oh, und der hat echt wenig Mana, ne? Da sollten wir vielleicht mal was wegen Mana machen. Wenn wir den nochmal ausrüsten sollten. Umrüsten. Dann kriegt er vielleicht auch ein bisschen mehr Mana spendiert. Ja, bei längeren Kämpfen, ich meine, es war jetzt ganz kurz und er hat schon keinen Mana mehr. Da sollten wir uns vielleicht drum kümmern. Oder haben die uns Mana abgezogen? Weil sie auch, ne? Kann es sein, dass die uns Mana geklaut haben irgendwie? Hm. Ach, ist das hier? Regeneriert sich das Mana nicht wegen den beiden Dingern? Das könnte natürlich gut sein. Ja, ich glaube tatsächlich, dass daran liegt. Oder jetzt hat sie es aber eigentlich regeneriert. Hm. Naja. Mal in den nächsten folgenden Kämpfen schauen, wie es sich verhält. Die haben trotzdem deutlich weniger Mana als er. Also ich glaube, es ist tatsächlich so. Und er hat eine bessere Mana-Regeneration einfach von Natur aus. Also durch unsere Ausrüstung und so weiter, meine ich. So, wir versuchen da ganz nach links zu kommen. Ich denke, das ist okay. Ich denke, das ist richtig. So. Ja, wir können nur... Ach Mist, ich wollte nicht. Mann. Okay. Pech gehabt. Die Schnecke habe ich zu spät gesehen. Tatsächlich, ich habe nur die Blobs gesehen. Die Schnecke habe ich zu spät wahrgenommen. Oh, Tengu ist hier so eine Hilfe. Das ist so gut, dass wir den mal gefangen haben. Ohne den wäre es echt schwierig. Gut, dann hätten wir das kleine Feuerwürmchen nehmen müssen. Ob ich das gemacht hätte, weiß ich nicht. Da, mit den Ohren. Das ist so süß. Okay, bei ihm sieht es ein bisschen... Weiß ich nicht, hatte gerade was von Albert Einstein. Das ist schön. Das ist Quatsch.
Oh, die Schnecke schützt ihn. Ach, interessant. Mhm. Die hat auch sehr viel Schild aufgeladen. Naja, die kriegen wir schon klein. Ja, die haben jetzt leider auch wieder den Malus hier. Alle drei jetzt auch noch? Okay. Na gut. Wir können sogar wieder herstellen machen, ne? Wir können den Debuff entfernen. Ich mach's mal bei ihm. Und tschüss. Ich mach mal hier erstmal den Schild weg. Weil wenn sie sich eh dann vor das kleine Viech stellt, haben wir ja auch nicht viel von. Ich versuch mal. Okay, jetzt beschützt sie ihn nicht mehr. Jetzt hat er schon wieder. Nein. Das lasse ich nicht zu. Ja, ich denke, den kriegen wir auch noch so weg. Mit Feuer. Okay. Das ist tatsächlich schon wieder Folgenende, Mensch. Naja, wir haben warme Unterwäsche in dieser Folge bekommen. Immerhin. Eine Heldentat vollbracht. Und nächstes Mal kommen wir dann hoffentlich an dem See an, wo wir die benötigen. Ich hoffe es. Den Kampf machen wir natürlich noch zu Ende. Ich beende jetzt nicht im Kampf die Folge. Das wäre ja Schwachsinn. Ja, oh, ätzend. Muss das jetzt noch sein mit dem Schild? Ja. Okay, das geht. Ja, dann würde ich sagen, goodbye. Ja, und damit schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.